Heute ein Video für absolute Einsteiger. Ich zeige euch mein Depot so, als ob ich es einer Freundin zeigen würde, die noch überhaupt keine Ahnung davon hat. Insofern bleibt dran, falls das für euch auch was komplett Neues ist oder wenn ihr einfach neugierig seid. Schön, dass du mit dabei bist. Ich bin Mareile und hier im Geldgarten erzähle ich viel so rund ums Thema finanzielle Freiheit. Das heißt, so viel Geld sparen und dann langfristig anlegen, dass du früher als mit 65 in Rente gehen kannst. Und heute zeige ich euch mein Depot. Also, so schaut es aus, wenn ich meine Direktbank, die Bank, die ich am meisten benutze, mein Online-Banking öffne. Ihr seht hier mein Girokonto, dort liegen gerade 1400 Euro drauf. Von dem Konto gehen auch meine Miete und so weiter runter, deswegen ist da immer so ein bisschen Puffer drin. Meine Kreditkarte, wo ich anscheinend was ausgegeben habe. Und auf meinem Tagesgeldkonto liegt ein kleiner Puffer, das ist so, ja, um mich 3, 4, 5 Monate über Wasser halten zu können. Ein Notgroschen. Und dann unter dieser schönen grauen Linie seht ihr das Depot. Das heißt, ein Depot habt ihr in eurer ganz normalen Bank, wenn ihr euch eins zulegt. Ich kann euch mal einen Vergleich zeigen. Ich habe auch ein Konto bei der DKB. Und bei der DKB, das benutze ich nicht so viel, habe ich hier mein Girokonto, wo ein bisschen Geld vor sich hin liegt. Und unten drunter auch ein Depot. Kommt also, ist ganz egal, welche Bank du hast, es ist sehr einfach, dort ranzukommen. Und so ein Depot zu öffnen, ist ein bisschen Papierkram, also es braucht schon so 4 Wochen. Aber an sich ist es einfach nur ein Antrag. Besonders bei den Direktbanken musst du einfach nur eine bestimmte E-Mail losschicken, kriegst dann später, ein paar Wochen später, einen dicken Stapel Papier, musst unterschreiben, dass du dir der Risiken bewusst bist, die du eingehst, wenn du am Aktienmarkt investierst, schickst es zurück und dein Depot ist eröffnet. Und je nachdem, welche Bank du hast, kann es auch passieren, dass es Depotführungskosten gibt. Das heißt, dass dann auch monatlich ein paar Kosten anfallen. So, jetzt geht's aber los. Klicken wir da mal drauf. Depot. Wo bringt uns das hin? Während uns die anderen ja dahin bringen würden, wo einfach nur Geld verwaltet wird, wo wir sehen können, die Auf- und Abbuchungen von einem Konto, kommen wir hier erstmal zu einem Überblick über meinen Depotwert. Ihr seht ja also, mein Kaufwert ist 22.879 Euro und gerade habe ich 11% plus über die letzten über 2,5 Jahre, die ich investiert habe. Das heißt, ich habe 2.493 Euro an Rendite, würde ich mich jetzt entscheiden, das Ganze zu verkaufen. Die Sache ist, wir sind gerade an einem absoluten Tief. Ich kann euch mal hier einmal kurz zeigen, wie es über den Nachrichten aussieht. Und wie ihr hier seht, ist der DAX auf seinem 22-Monats-Tief. Genauso wie alle anderen Sachen, in die ich investiert habe, sind viele davon gerade sehr, sehr, sehr stark abgesackt. Also, vor, ich würde mal sagen, 3, 4 Monaten stand hier auch mal 20% plus und hier stand auch mal plus 5.000. Ja? Aber meine Herangehensweise ist so, dass mich das, ich versuche, dass es mich so weit wie möglich kalt lässt und ich da das einfach weit ignoriere. Und ihr seht zum Beispiel, ich habe in den letzten 24 Stunden 400 Euro verloren. Das ist jetzt für mich kein Grund, irgendwas zu verkaufen. Das ist kein Grund, nur weil da eine rote Zahl steht, irgendetwas zu machen. Ich habe tatsächlich in 2,5 Jahren noch nie irgendetwas verkauft. Ich habe nur gekauft und ich habe auch nicht vor, in den nächsten 10 bis 20 Jahren irgendetwas zu verkaufen. Denn würde ich jetzt verkaufen und morgen geht alles wieder hoch, habe ich ja die besten Tage an der Börse verpasst. Und das sind die entscheidenden. Deswegen einfach investiert bleiben und ruhig sitzen bleiben, ist das, wie meine Herangehensweise hier ist. So, jetzt kommen wir mal runter. Und hier seht ihr die Übersicht über alle Produkte, die sich in meinem Depot befinden. Angefangen hier mit der Bezeichnung. Das sind für Anfänger noch sehr verwirrende Buchstabenkürzel. Ich werde euch gleich auch zweimal zeigen, aber einfach damit ihr Überblick habt, es gibt verschiedene Produkte. Hier an der Seite steht, wie viele Stücke davon in meinem Portfolio sitzen. Und ich kann jeden davon jetzt anklicken. Wir fangen mal mit was ganz Einfachem an, und zwar Staatsanleihen. Und jetzt gucken wir mal, was sich unter diesem Kürzel hier verbirgt.
Das sind die ComStage iBox Euro Liquid Sovereigns Diversified Overall. Also, ComStage ist der Fondsanbieter. iBox, keine Ahnung, könnte der Index sein. Und Sovereigns sind Staatsanleihen. Diversifiziert heißt über ganz viele verschiedene Länder. Und Overall in diesem Fall bedeutet von verschiedenen Laufzeiten, soweit ich weiß. Und ihr seht hier, das ist in den letzten 5 Jahren gut gewachsen. Ehrlich gesagt, seitdem ich eingestiegen bin, ich bin ungefähr hier eingestiegen, hat sich da nicht so viel getan, aber gut. Und es ist auch in den letzten 6 Monaten stark abgestürzt. Bei Staatsanleihen ist sowas wie stark abstürzen sehr relativ, weil das eigentlich eine sehr sichere Anlage ist, die dann auch mal, müssen wir mal gucken, hier unten so in 5 Jahren vielleicht mal 15% zulegt. Also im Vergleich zu richtigen Aktien sind Staatsanleihen etwas Sicheres, was sich relativ parallel so ungefähr zur Inflationsrate seitlich bewegt. So, und ihr seht hier auch, das ist relativ diversifiziert. Anhand dieser Staatsanleihen kann ich euch ja auch mal ein bisschen diese Zahlen hier unten erklären. Also, ich habe tatsächlich meine Staatsanleihen nur ganz am Anfang gekauft, vor 2,5 Jahren, anscheinend für 1.400 Euro. Und das ganze Ding ist 1,5% im Plus gerade. Eben wie gesagt, die haben nicht so gut, haben jetzt in letzter Zeit nicht so zugelegt. Das heißt, ich habe damit 21 Euro erwirtschaftet. Ich hoffe, das liegt über der Inflation. Ich befürchte aber, es ist unter der Inflation. Und dann gibt es hier zum Beispiel das Kürzel. Also wolltest du das gleiche kaufen, dann müsstest du eigentlich nur diesen Kürzel hier eingeben, ETF 500, falls du auch bei der Comdirect bist, und könntest genau dieses Produkt auch sofort finden. Und dann seht ihr hier die Performance. Und wie ihr seht, selbst über das letzte Jahr relativ negative Performance, 2% hin und her. Und in den letzten 5 Jahren hat es aber 15% zugelegt. Okay, gucken wir jetzt mal ein spannenderes Produkt an. Das ist nämlich zum Beispiel der MSCI World. Der versteckt sich hier oben. Und das ist ein Produkt, das die 1600 größten Unternehmen der Welt beinhaltet. Da sind also richtig Aktien drin, sowas wie Facebook, Netflix, was richtig abschießen kann, aber halt auch richtig absacken kann. Das heißt, da ist viel mehr Potenzial, dass du Gewinn machst, aber auch viel mehr Risiko, dass du mal zwischendurch Verluste machst. So, und wir sehen hier, die haben heute 2,4% Verlust gemacht. Allein heute, das ist der aktuelle Kurs, seitdem ich sie gekauft habe. Und die habe ich über längere Zeit gekauft. Also ich habe immer wieder zugekauft. Alle meine Gesamtkäufe über die letzten 2,5 Jahre haben insgesamt ein Plus von 14%. Und wie ihr seht, in den letzten 3 Monaten ist das Ding abgesackt. Aber über 5 Jahre hat es tatsächlich eine Performance von plus 65 bzw. 66% erwirtschaftet. So, wenn wir das anklicken, um herauszufinden, was da drin steckt, können wir einfach auf Porträt klicken. Und uns das mal genauer angucken. Erstmal sehen wir hier die Bestandteile, also verschiedene Sektoren unserer Wirtschaft, die abgedeckt sind. Verbrauchsgüter, IT, Banken. Du bist praktisch sofort super breit diversifiziert, über alle Branchen hinweg. Und wenn du da mal genauer guckst, siehst du auch, dass jetzt einzelne Firmen da drin stecken. Keine Firma hat mehr als 2,3%. Das ist nämlich Apple als allergrößte Firma dort oben. Und dann stecken da solche Sachen drin wie Microsoft, Amazon, Facebook, JP Morgan, also eine Bank, Google hier auf 2 Positionen, ExxonMobil, Johnson & Johnson, Bank of America und viele, viele, viele andere. Also einfach nach Marktkapitalisierung die größten Firmen der Welt, 1600 größten Firmen der Welt. Und in dem Produkt, was ich hier habe, wurde auch nicht nach ethischen Merkmalen ausgesiebt. Einfach weil ich das vor 2,5 Jahren angefangen habe und damals gab es solche Produkte noch nicht frei verfügbar. Inzwischen gibt es zum Beispiel von dem MSCI World auch eine Version, die von diesen 1600 400 rausgesiebt hat, die sie am nachhaltigsten finden. Das kann man also auch kaufen, ist natürlich eine relative Nachhaltigkeit und entspricht vielleicht nicht unbedingt genau dem, was du unter Nachhaltigkeit verstehst. So, das war's eigentlich. Alles andere mache ich dann im weiteren Video, wo ich euch erkläre, welche Produkte ich hier genau gekauft habe.